Matthias Rüegg, das Wiener Erdorchester ist Geschichte. Ehrlich gesagt, geht es dir wirklich ab? Ja, das war natürlich nicht einfach, wie ich damit aufhören musste, beziehungsweise aufhören wollte, damit ich nicht ein sinkendes Schiff verlassen muss, dass ich vorher alles in Anstand und ordentlich beenden konnte. Das war eine schwierige Zeit und jetzt, unterdessen, also ein Vierteljahr später, präsentiert sich die Welt für mich anders und ich würde sagen, das Erdorchester war eine große Vergangenheit, es war eine tolle Zeit und die ist aber vorbei und ich trauere ihr auch nicht mehr nach. Du hast dich ja immer schon auch mit klassischer Musik beschäftigt und vor allem auch von Bearbeitung von klassischen Künstlern, ich denke da an Mahler. Wie hast du jetzt Schubert entdeckt? Ja, ich hatte schon einmal, 1993 hatte ich ein paar Lieder von Schubert bearbeitet im Auftrag von Markus Spiegel für Giga Records. Und ich hatte einen Auftrag vom Big Apple Circus in New York, 2011 die gesamte Show zu schreiben und die wollten die Einsamkeit von Schubert haben. Für eine Frau, die so ein Handstand-Act macht. Und dann war gerade Julia bei mir und ich habe gesagt, komm, schau mal kurz das Lied an und spiel mal das den Amis vor über Skype. Und dann haben wir ihnen das vorgespielt und vorgesungen und die Amis fanden das großartig. Und dann schaut Julia an und sagt, weißt du was, wir probieren jetzt mal ein paar Schubert-Songs und ich hatte damals einen Abend im Porgy, wo meine Kammermusik präsentiert worden ist und wir spielen dort im Quartett, spielen wir diese drei Schubert-Lieder und schauen mal, wie das geht. Dann hatten wir das gemacht. Da ist zwar vieles schief gelaufen, aber trotzdem war mir klar, die Winterreise und mit der Julia, mit Lia Pale. Und ab dann sozusagen haben wir begonnen, daran zu arbeiten. Lia Pale hat zwei Herren um sich geschart. Drei. Wilhelm Müller ist auch dabei. Den Herrn Müller nehmen wir auch natürlich mit. Aber die Frage, wie ist sie eigentlich zum Ersten gekommen, zum Matthias Rüegg? Auf der Uni, auf der Musikuni in Wien, hat eine Vorlesung gehalten. Das war irgendwas so mit Arrangements, Sachen. Und ich habe ihn gefragt, irgendwann wegen einem Arrangement. Und in dem Zug hat er mich singen gehört. Und das war eigentlich so der Beginn von allem. Das klingt spannend, ja. Aber wie ist sie dann zum Zweiten gekommen? Den Zweiten und den Dritten hast du ja wahrscheinlich gleich im Doppelpack genommen. Ja, genau. Also es ist schwierig, jetzt im Nachhinein es zurückzuverfolgen. Es war irgendwie, es ist alles so wahnsinnig schnell gegangen. Ich kann mich erinnern, dass der Matthias für den Big Apple Circus Schubert-Stücke arrangiert hat. In dem Zug hat er mich gefragt, ob ich über Skype dem Regisseur das irgendwie vorsingen kann, dass sich der da drunter was vorstellen kann. Und da haben wir dann irgendwie habe ich diese Stücke gesungen, so ungefähr. Und dann war ein Konzert im Porgy von den Kammermusikstücken von Matthias. Und da haben wir es dann das erste Mal im Quintett gespielt. In Lindenbaum und die Einsamkeit. Und irgendwie danach war klar, wir machen jetzt die gesamte Winterreise und der Produktion. Und das war irgendwie dann, wir haben einfach nicht mehr aufgehört. Es ist ja interessant, dass gerade auf dem Jazz-Sektor, auf dem Crossover-Sektor sehr viele Frauenstimmen auf dem Markt sind, sage ich einmal, weniger Männerstimmen. Auf was führst du das zurück? Also ich würde sagen, die Frauenstimme kommt mal einfach akustisch besser drüber. Man kann anders arrangieren aufgrund der Lagen und der Range.
Und ich habe immer nur mit Frauenstimmen gearbeitet und nie mit Männerstimmen. Du hast ja auch Musik studiert, das heißt also, dir ist Klassik an und für sich nichts Unbekanntes. Nein. Du spielst ja auch auf der Bühne etliche Instrumente. Aber trotzdem, wie war der Zugang zu Schubert in der Fassung von Matthias Rüegg? Also ganz am Anfang war die Winterreise für mich wie ein leeres Schloss mit 24 Räumen. Ich war komplett alleine und verloren. Ich habe keine Ahnung gewusst, welche Tür wohin führt, wie ich mich da zurechtfinde. Und irgendwie, so nach einer Zeit einfach mit der Beschäftigung an sich, dem immer wieder zurückkehren dahin, haben sie diese Räume entwickelt, diese Lieder. Ich habe damit umgekehrt. Also ich habe irgendwie einen Weg gefunden, mich da drinnen auch zu finden, mir das einzurichten. Und irgendwann habe ich mich dann da zu Hause gefühlt. Aber das war einfach ein langer Prozess, bis dieses leere Schloss zu meinem Zuhause geworden ist. Es ist ja auch eine Reise, nicht genau, zum Schluss. Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ich glaube auch, dass dir das Stück, ich möchte nicht das Wort verwenden, die auf den Leib geschrieben ist, aber diese Musik braucht etwas mehr als nur gute Gesangskunst und richtige Intonation. Du lebst ja dieses Stück auf der Bühne. Ja, es ist eigenartig, was mir dann passiert, weil man sich einfach mit diesem Werk so lang beschäftigt. Es wird ja Teil von einem Selbst, Teil von einem Alltag, Teil vom Leben. Und irgendwann ist dieser Protagonist, mit dem man sich da beschäftigt, dieser junge Wanderer, irgendwann hat man das Gefühl, das ist man selbst. Und dann also geht's dahin. Dieser junge Mann ist irgendwann bei dir eingezogen? Irgendwie, oder ich bei ihm, ich weiß es nicht. Ich kann es nicht mehr genau sagen. Why do I avoid the pathways where the other wanderers go? Why do I take long trails through mountains, heavy snow? Why do I take long trails through mountains, heavy mountains, heavy snow? Was auch auffällig ist, Matthias Rüegg sitzt am Klavier. Das hat man ja von dir nicht gekannt, vom Wiener Art Orchester. Warum sitzt er wieder jetzt an den Tasten? Naja, sozusagen mit der Nicht-Existenz des Art Orchesters hat ja auch meine Nicht-Existenz begonnen. Und ich musste einfach irgendetwas tun, um sozusagen mich aus diesem Loch zu befreien. Ich habe gedacht, dann mache ich, wenn sonst mich schon niemand mehr zur Kenntnis nimmt, dann muss ich etwas tun, wo ich mir auf die Schultern klopfen kann. Ich habe gedacht, okay, ich fange einfach an zu üben. Und habe das sozusagen aus selbsttherapeutischen Gründen gemacht. Und übers Klavier sozusagen wurde mir das dann eben ermöglicht, dass ich mit der Lia Pale das so umsetzen konnte. Und ich bin sozusagen der Ausführende der ganzen Arrangements, die sonst für Orchester oder das Art Orchester geschrieben hätte. Das spiele ich jetzt sozusagen, versuche ich am Klavier zu spielen. Und ganz fantastisch, muss ich sagen. Also das Projekt mit Lia Pale ist ja ganz hervorragend und ich glaube, das wird auf jeden Fall seinen Weg machen. Aber es gibt ja schon ein neues Projekt. Kannst du uns da kurz etwas verraten? Ja, das neue Projekt heißt My Poet's Love. Also es kokettiert mit dem Titel der Dichterliebe von Schumann mit den Heine-Texten. Bei uns werden es Heine- und Rilke-Texte sein, die aber allesamt von mir vertont sind. Und die wir sozusagen auch wieder inszeniert darbieten werden ab 3. Februar. Don't come with,